Ring mit zwei blutroten Steinen ließ ein Seemann in Hamburg zurück. Und ein Mädchen denkt heute noch an den einen, den sie liebte. Den Ring kaufte er in einer Hafenbar, weil sie ihn so gerne wollt. Er zahlte sein schwer verdientes Geld sogar für 5 Gramm falsches Gold. Auch die Steine, die läuteten rot wie Rubin, die waren aus Glas nur gemacht. Doch wer schaut auf St. Pauli, auf sowas schon hin? Auf St. Pauli, St. Pauli bei Nacht. Einen Ring mit zwei blutroten Steinen ließ ein Seemann in Hamburg zurück. Und ein Mädchen denkt heute noch an den einen, den sie liebte, so wie keinen, den sie liebte auf den allerersten Blick. Noch heute trägt ein Mädchen in der Hafenbar den Schmuck aus Messing und Glas, weil nichts auf der Welt für sie so kostbar war wie den Ring, den sie besaß. Und kamen auch andere, so hat sie doch bloß an einen im Leben gedacht. Und es teilen so viele ihr Los auf St. Pauli, St. Pauli bei Nacht. Einen Ring mit zwei blutroten Steinen ließ ein Seemann in Hamburg zurück. Und ein Mädchen denkt heute noch an den einen, den sie liebte. Auf den allerersten Blick.